Hey Leute, willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate hier beim Klassisch-Modus auf 9.9. Und zwar genauer gesagt mit dem allerletzten Video hier zu diesem Projekt, denn heute am 19. Oktober ist der allerletzte DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate erschienen. Und zwar ist es niemand geringerer als Sora oder Sora, wie ich ihn nennen werde, aus Kingdom Hearts. So ziemlich der meistgewünschte Charakter schlechthin kommt jetzt noch ganz am Ende, was bestimmt auch copyright-mäßig mit Disney gar nicht so einfach ist. Aber trotzdem, er ist hier, er hat es geschafft, zack, er hat es möglich gemacht. Richtig cool. Und nicht vergessen, heute Abend um 20 Uhr werde ich wieder einen Livestream machen, wo ich dann Sora ein bisschen gegen euch austesten werde. Aber auch hier werde ich jetzt schon ein bisschen auf sein Moveset eingehen können und natürlich auch ein paar Tipps geben, was ihr von 9.9 machen müsst. Am besten auf 5.0 natürlich erstmal starten am Anfang und im Allgemeinen gilt, die Kämpfe schnell abschließen und wenig Schaden nehmen. Tickets erst benutzen bei 9.9 und dann dürftet ihr das hoffentlich schaffen können. So, und dann gucken wir mal. Erstmal zwei Schattendings und Ausdauerkämpfe. Ich denke mal, dass alles Ausdauerkämpfe sogar sind, das kann ich mir vorstellen. Das passt, glaube ich, auch zu Kingdom Hearts. Also ich habe noch nie in Kingdom Hearts gespielt. Aber man hat da ja auch eine Lebensleiste und so, denke ich mal. Deswegen passt es ganz gut. Bam! Genau, und wir können schon sehen, das Air-Movement von Sora ist halt richtig, richtig geil. Also er ist ein richtig krasser Luftkämpfer. Weil er ist auch ziemlich floaty, da muss man sich ein bisschen erst dran gewöhnen. Ich habe da auch ein bisschen gebraucht. Komm, zack. Sehr schön. Ich habe da auch ein bisschen gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Das ist übrigens ein richtig geiler Finisher. Das ist cool. Das ist sogar speziell für ihn, glaube ich, dieser Finisher da. Das sieht cool aus. Aber ja, da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen, weil er halt sehr, 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 sehr floaty ist. Aber er kann trotzdem in der Luft wirklich einiges anstellen, hat da viele Kombo-Möglichkeiten. Und das ist allgemein ziemlich cool. So, dann Mr. Game & Watch. Vielleicht soll Mr. Game & Watch irgendwie diese komischen Schatten durch oder sowas darstellen. Ach du Scheiße, ein Teamkampf. Oh Gott, gegen so viele sehe ich gerade. Gegen 8 Stück oder so. Um Gottes Willen. Ja, dann spamme ich mal erstmal ein bisschen. Auch mal seine Spezialattacken. Das klappt sogar ganz gut. Häufig laufen da Computergegner einfach rein. Das ist ganz geil eigentlich. Aber das ist trotzdem dann schon mal nicht so einfach, dass er hier der Blitz. Ja, nicht getroffen. Ganz cool, dass. Nicht cool. Schwierig eigentlich, dass er gleich zu Beginn. Da dann viele Teamkämpfe hat. Also gerade eben Doppelkampf und jetzt gegen... Ja, komm! Mann! Gegen viele auf einmal... 0,2! Komm! Stirb! Komm jetzt! Oh Gott. Thunder! Nein! Puh! Mit 0,2 KP. Das ist schon mal ein bisschen knapp. Ja, das ist wirklich gar nicht einfach. Das gilt allgemein für den Klassisch-Modus, finde ich. Wenn man mit einem Charakter Teamkämpfe bestreiten muss, also gegen viele Gegner auf einmal, ist es immer am schwierigsten. Und das ist vor allem für Sora schlecht, weil Sora hat jetzt nicht so die ultra starken Attacken. Er ist halt wirklich eher ein Kombokämpfer. Und Kombos... Cloud, okay. Cloud passt auch. Ah, Moment. Kombos klappen halt nicht nur so wirklich gegen einzelne Gegner. Ja, komm. Jawohl! Die Billo-Taktik hat funktioniert. Das ist das Allerbeste, wenn man im klassischen Modus so eine Stage bekommt. Einfach an den Rand gehen, grabben und Backthrow machen und dann instant tot. Und es gab jetzt sehr viele Punkte, wie ihr gesehen habt, weil ich den Kampf schnell abschließen konnte und weil ich sogar, glaube ich, gar keinen Schaden genommen habe. Dreimal Robin, schon wieder Teamkampf. Eieiei, okay. Ja, die haben halt insgesamt 150 KP, ich nur 100. Und sogar ein großer Robin ist auch noch dabei. Das sind vielleicht irgendwelche Magier oder sowas. Aus Kingdom Hearts. Aber wie gesagt, ihr dürft mir... Ja, komm. Nein! Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was es mit seiner Route hier auf sich hat, was es da für Anspielungen gibt. Das ist ja richtig nervig, der Kampf, wenn die ständig ihre Projektile rausspammen. Was soll ich denn da machen? Na... Holy, holy, holy. Der ist richtig gemein. Okay. Ja, ich muss leider beenden. Man kann erst ein Ticket benutzen, wenn man 9,9 hat. Sonst wird man 9,9 nicht mehr erreichen können. Puh. So, jetzt nochmal. Ich bin mir gar nicht sicher, wie ich da exakt kämpfen soll. Das ist echt gar nicht so toll. Vielleicht sollte ich wirklich eher auf Nahkampf gehen. Weil Sauer hat zwar auch Projektile, aber die von Robin, vor allem von drei Robins auf einmal, sind krasser als meine. Wenn man halt in der Mitte von denen ist und man gekombot wird, das ist so scheiße. Okay, sehr gut. Aber hier, ihr seht schon vor allem seine Air-Kombo. Das ist ja gar nicht so eine richtige Kombo. Das ist einfach nur die Forward-Air. Oder auch Neutral Air, die kann er halt dreimal in Folge machen. Das ist aber trotzdem ziemlich cool. Also er hat wirklich einige coole Sachen, die er machen kann. Ja, komm. Nein. So, zack. Okay. Ja, das lief wirklich schon viel, viel besser. Also gegen andere Gegner eventuell sind seine Projektile schon auch gut und sollte man auch benutzen. Aber halt vor allem so in Teamkämpfen gegen drei Gegner, die alle richtig gute Projektile haben, drei Robins auf einmal, da sollte man lieber in den Nahkampf gehen. So, Gennendorf. Irgend so ein... Oh Gott, ein großer. So ein böser Zauberer oder so. Ja, fuck. Aus Kingdom Hearts vielleicht, keine Ahnung. Ja, komm.
Oh, der hat halt so eine hohe Range. Da am besten so ein bisschen Up-Tilt machen immer. Genau, das ist ganz gut. Am Boden stehen, Up-Tilt machen und dann, ne? Und dann immer in der Luft hinterherhauen. Na, nein! Komm! Okay, das reicht. Yeah! Oh, ich finde immer noch den Finisher-Move voll cool. Das ist richtig cool. Da ist, glaube ich, wirklich eher... Also, ich glaube, in normalen Kämpfen ist es auch nicht so. Aber halt speziell im klassischen Modus. Halt im Prinzip, dass da dieser Soundeffekt kommt und der Bildschirm wird so ganz hell. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Oh, und gegen uns selber am Ende. Okay. Oh, gegen Schattensauer quasi. Okay, so ähnlich wie Schattenlink. Stimmt, gekontert habe ich noch gar nicht. Hat er gerade gemacht. Aber ich bin auch kein so Fan von Konter. Das mag ich auch nicht so sehr, dass er einen Konter hat. Gegen den Boss ist es aber dann sehr gut am Ende. Weil die halt immer sehr vorhersehbare Angriffe haben. Ah Mann, jetzt wollte ich auch mal eine coole Combo machen. Weil mit seinem Up-Special kann er auch ganz gut kombon. Und dann Up-Special into Side-Special oder so. Ja, kein Problem, komme ich noch zurück. Also er kommt wirklich von überall hin zurück. Retten kann er sich wie kein zweiter Sauer. Das ist ziemlich geil. Bam, hier die Side-B, die ist auch nice. Ja, fuck, da war er schneller als ich. Ja, aber ist ausgeglichen bisher. Ich hoffe, ich kann das gewinnen, den Kampf. Zack, sehr gut. Genau, und dann Side-B hinterher. Ja, aber dann darf ich halt nicht anfällig sein. Nein! Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Das ist sogar ein eigentlich machbarer Kampf, weil es nur ein Gegner ist und kein Teamkampf. Ach, Mann, ey. So, und da bin ich wieder. Ich bin jetzt sogar noch ein paar Mal, erstmal spammen, ein paar weitere Male gestorben. Nice, sehr gut. Nice! Ach komm! Ja, komm, komm, komm! Oh, Mann. Jetzt stirb halt jetzt, komm. Okay. Hätte ich sogar jetzt fast geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Na gut, aber ich bin jetzt noch ein paar weitere Male sogar gestorben. Vor allem in dem Game & Watch-Kampf und dem Robin-Kampf. Die sind beide richtig, richtig scheiße. Weil vor allem bei dem Game & Watch-Kampf, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, die haben sogar unterschiedlich viele KP. 9,9. Nice. Okay, jetzt sind wir erstmal safe. Und jetzt kommt noch diese Stage hier, genau. Kann ich noch währenddessen kurz erzählen. Und da sehen wir jetzt auch dann gleich, wie unfassbar floaty sauer hier ist, wenn ich hier entlang jumpe. So. Hui. Sehr cool. Aber ja, genau. Vor allem bei dem Game & Watch-Kampf haben nämlich die Game & Watches auch unterschiedlich viele KP. Die kleinen haben 20 KP, aber die größeren auch 50 oder sogar 70 KP. Also man hat selber 100 Jahrhundert KP. Und die Gegner insgesamt irgendwie knapp 300 oder so, glaube ich. Also das ist ziemlich, ziemlich gemein. Und die ganzen Robins halt mit ihren Projektilen sind auch scheiße. Also er hat wirklich keinen einfachen klassischen Modus, wie ich finde. Aber jetzt sind wir erstmal safe. Denn wenn man eben 9,9 hat, zu irgendeinem Zeitpunkt, dann ist man safe. Wenn man Gold-Tickets haben sollte, aber ich habe ja noch einige Gold-Tickets. Ich lasse übrigens hier alles aus, das ist auch wieder kurz das Info. Was man hier im Bonusraum macht, ist scheißegal, wenn man 9,9 haben will. Man könnte sogar sich von dem schwarzen Loch da auffressen lassen oder so. Ist egal, wie viele Punkte man sammelt, einfach nur irgendwie durchkommen, das passt. So, und, ja, das ist auch wieder langweilig, dass er Meister und Crazy Hand hat. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist, ob auch böse Hände in Kingdom Hearts vorkommen. Aber ich finde das langweilig, weil die kommen halt bei quasi jedem Charakter vor. Und ich finde die anderen Bosse immer cooler, weil sie halt viel seltener vorkommen. Aber gut. Oh Gott. Aber ist jetzt kein Problem. Auch wenn ich sterbe, ist scheißegal. Weil ich habe genügend. Ich glaube, 15 Tickets habe ich noch. Ja. Und die kann ich einfach benutzen. Deswegen, das ist wirklich gar kein Ding. Nur halt eben, wenn ihr. Oh Gott, jetzt sterbe ich wahrscheinlich gleich schon. Ja. Lol, das war ein Self-Kill. Mann, ey. Na, egal. Ich habe ja Tickets. Genau, das passt also. Das ist aber nochmal ganz wichtig. Wenn ihr noch nicht 9,9 erreicht habt, dann dürft ihr kein Ticket einsetzen. Weil da steht zwar dabei, dass der Wert nicht gesenkt wird. Und das stimmt so auch. Genau, jetzt mal Konter, sehr gut. Ja, das stimmt so auch. Aber ihr könnt halt dann nicht mehr 9,9 erreichen. Es wird dann maximal auf 9,8 gehen. Und deswegen, ihr dürft es erst machen, wenn ihr schon 9,9 davor erreicht. Mann, ey. Erreicht habt. Das wollte ich mal kontern eigentlich. Aber war ich zu früh dran.
Trotzdem, hier ist der Konter, zack, ist der Konter auf jeden Fall nicht so schlecht. Ach man, ey. Ich meine, allgemein ist ein Konter nie schlecht, ich benutze nur Konter nie. Egal mit welchen Charakteren ich spiele. So ungefähr. Setze ich halt fast nie ein. Aber vor allem gegen Bosse ist es sehr gut, weil die haben halt sehr lang anhaltende Angriffe, die leicht, zack, genau, die leicht vorherzusehen sind, wann sie einen treffen werden. Und da kann man halt dann gut kontern. Ja. So, vielleicht schaffe ich es jetzt aber wenigstens nochmal ohne zu sterben. Oh Gott. Ah, stimmt, den kann man ja nicht kontern. Wird man nur weggewirbelt. Ich glaube, wenn man ganz nah dran steht, kann man schon kontern oder so. Egal. Zack. Bam. Ja, das ist halt kacke, weil das ein Multi-Hit-Angriff ist. Aber Crazy Hand ist fast tot. So. Ach nee, die andere ist Crazy Hand. Fuck. Stirb jetzt, komm. Okay. Sehr gut. Und nur noch Meisterhand. Das sollte jetzt gelingen. Ja. Schöne Ohrfeige ins Gesicht bekommen. Aber ist scheißegal. Ihr seht, man kann auch mehrere Tickets benutzen. Ist auch kein Problem. Ich werde trotzdem auf 9,9 bleiben und nicht irgendwie nach unten rutschen. Aber ihr dürft kein Gold benutzen. Wenn ihr Gold benutzt, dann rutscht ihr ja nach unten bei der Wertigkeit. Deswegen wirklich nur Tickets benutzen. Und zack. Sehr gut. Ach stimmt, Taunts noch. Here we go. Yay. Okay, und damit haben wir auch diesen Klassisch-Modus abgeschlossen. Wow, unglaublich, auch auf 9.9. Und damit haben wir es jetzt geschafft, mit jedem Charakter den Klassisch-Modus auf 9.9 durchzuspielen. Mit wirklich jedem Einzelnen. Echt eine krasse Leistung, so ein tolles Spiel-Smash mit so vielen Charakteren. Richtig nice. Jetzt Credits und ich halte die Klappe, damit ihr der Musik lauschen könnt. Glückwunsch! Yay! Und da ist Sauer mit einem Stern in der Hand. Bestimmt auch irgendeine Anspielung, die ich nicht kenne. Aber Sauer ist auf jeden Fall richtig cool, macht mir sehr viel Spaß. Deswegen nochmal die Erinnerung, heute um 20 Uhr der Livestream, wo ich gegen euch antrete. So, Endergebnis. Sauer, da ist er! Yay! So, weitere Geister noch, ist mir aber wurscht, denn wir haben es geschafft. Nice. Klassisch! Okay, und dann
würde ich eben sagen, war es hier für dieses Video und damit auch für das gesamte Projekt zu Super Smash Bros. Ultimate mit den Klassisch-Videos auf 9.9. Ah, übrigens, ein Licht vertreibt die Finsternis, habe ich mir gerade eben gar nicht durchgelesen. So heißt seine Route, aber ich habe, wie gesagt, eh nicht wirklich was erkannt. Aber ja, trotzdem, Smash ist ein absolut geiles Spiel. Und auch wenn die Videos jetzt mit dem Klassisch-Modus auf 9.9 vorbei sind, was ich jetzt wirklich mit jedem Charakter hinbekommen habe, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es hinbekommen habe. Wird es trotzdem noch mit Smash weitergehen, in Form von Livestreams eben. Wie gesagt, ich habe schon dreimal, glaube ich, gesagt, ich sag's nochmal, heute um 20 Uhr auf YouTube ein Livestream, wo ich Smash gegen euch spiele, wo ich ganz, ganz oft auch Sauer nehme. Einige von euch werden bestimmt auch Sauer nehmen und wo ich dann ihn nochmal schön austesten kann. Vor allem auf die Kombos konnte ich ja jetzt wieder gar nicht so wirklich eingehen, weil das halt viele Teamkämpfe auch waren. Ich habe einfach nur ein paar Angriffe rausgespammt, wie man das oft so gegen Computergegner macht. Aber heute Abend werde ich hoffentlich ein paar sicke Kombos zeigen können oder auch nicht. Oder ihr zeigt sicke Kombos an mir und ihr macht mich fertig, weiß ich nicht. Auf jeden Fall freue ich mich auf immer noch mehr Smash, auch wenn es der klassische Modus vorbei ist. Wie gesagt, richtig, richtig cool. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mit bestimmten Charakteren den klassischen Modus auf 9.9 geschafft habt oder auch mit allen, ob ihr auch so verrückt seid wie ich. Würde mich auch sehr freuen. Und ja, wie gesagt, heute Abend, es gibt noch mehr Smash auf meinem Kanal, insgesamt in Zukunft auch, weil ich liebe diese Reihe. So viele tolle Charaktere können wir hier sehen. Richtig cool einfach nur. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.